Also, aber das nochmals. Das ist ja wichtig. Aha. Das habe ich hab dir letztes Mal gezeigt. Das ist mal im Querschnitt. Ist ja super. Ja, das haben sich, kommen viele und denen zeige ich das. Die drücken sich das, tun sie abzeichnen, weißt du, so, dass sie die wählen. Es gibt Kopierfräsen, gäbe es. Aber jetzt versuche ich auch, dass wieder neue Firmen die Platten, kleine, große und die 50er, wieder machen. Aber das ist zum Anschauen. Das heißt, es gibt so. In der Mitte 8 mm Abstand oder 5 mm. Und nach außen nur mehr ganz fein. Ja, ja. Aber die Drehzahl verstärkt sich. Und da entsteht pro Schlitz, und die Schlitze müssen immer auf der Seite sein. Also immer so, schräg, bisschen schräg. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder Linkslauf oder rechts, das spielt keine Rolle. Zum Beispiel, hier habe ich auch eine Wasserveredelung. Das läuft auch Tag und Nacht. Ja. Das ist auch Silber und Gold drin. Also ich kann hier, wenn ich oben weg muss, hier, und ich werde, da könnte ich schlafen, habe ich schon mal. Da gibt es aber gleich das. Das ist die Zukunft. Startmotor, Generator, alles ist da. Ja. Colin Coates im Buch. Und er war zum Glück hier, aber er fehlt mir. Wir könnten weiterarbeiten. Das ist, ja, da habe ich angefangen mit diesen PVC-Platten. Das war alles in Amerika, kam wieder zurück. Da ist, warum? Das ist original Schauberger. Ja, alles original. Und das habe ich wieder nachgebaut. Ja. Das ist auch, und das war der Hitlerzeit, ein Bunker in Polen. Aber das ist so Propaganda. Russische Zeitung. Ja. Polnische. Zeitung, Entschuldigung. Und natürlich, das ist hier. Und ich habe wieder alles so aufgefädelt. Ja. Das war in Berlin, die Messe. Oh, da haben alle geschaut. Oder hinter dir, dort ist der Rauber. Jawohl. Und der andere ist schon verstorben. Ah. Ich hätte alles weiter und auch die Winteraufnahme, wir haben immer wieder so viel Schnee. Ja, das gab auch die Ausstellung in Urfa. Da war ich überall dabei, im Rathaus. Und da hat mein Jörg. Der Jörg. Aber jetzt ist der Jörg nur Wissenschaft versessen. Und jetzt macht das Gegenteil, was der Großvater und sein Vater, ich hab ihn auch drüben gewohnt, er ist so aufgewachsen, da war ich schon immer dort. Und das ist die große Untertasse. Finde ich, warte mal, noch mal ganz kurz zum Jörg, weil du meinst, er macht jetzt alles wissenschaftlich im Gegensatz zu seinem Vater. Sein Vater war ja Naturmensch, ne? Ja, und er ist jetzt, er hat das gelernt, in Graz hat er studiert. Und ist Magister. Ja. Jetzt hat er dieses vom Vater, Großvater, das Buch übersetzt. Das, glaube ich, hat er über dieses Buch einen Doktortitel gekriegt. Aha. Aber es wird nicht gesprochen darüber. Und der Rauber, das sind ja Diplom-Ingenieure, die können schon was. Jawohl, genau. Aber jetzt sind sie daneben. Jetzt gehen sie, der Vater hat gesagt, zu mir kommt kein Studierter. Der ist neugierig, ich erkläre ihm, opfert die Zeit. Der kann es nicht kapieren, der ist verbohlt. Genau, richtig. So, und jetzt wird er Feind. Der geht nach Hause und dann macht alles. Und so dann sucht er nur Gründe, warum es nicht funktioniert. Ich habe mir eingießen lassen, weil oft, das ist draußen Nebel oder ein bisschen Wasser, dann sind wir oft die teuren Bilder zusammengeklebt. Die Luftfeuchtigkeit, genau. Und ja, das habe ich so Spaß, die großen Turbinen mit dieser Turbine angetrieben. Ja, siehst du die riesigen Bohrer, wo sie jetzt tausende Meter hinunter können in die Erde hinein. Ja, überall diese Bohrer. Und wo sie mitbekommen, dass ab einer bestimmten Tiefe die Erde wieder kälter wird, anstatt wärmer, ne? Ja, das ist aber an dieser, jetzt draußen, unter dem Schnee, ist es nicht gefroren. Nein, ja. Und da beginnt diese 4 Grad täglich zu. Die geht immer auf und ab. Das atmet auch, ne? Und wenn es jetzt Hochwasser gibt, nächste Woche, es wird jetzt Föhn angesagt, kann passieren, dass der Schnee sehr wegschmilzt auf der Sonnenseite. Und dann kann das Wasser,
in Berlin ja überall Hochwasser, die Elbe, nicht? Ja. Und dann, und das Wasser kann nicht im Boden hinein. Halben Meter ist es feucht und unter einem halben Meter ist der Boden trocken. Es kann nicht mehr hinein. Mhm. Warum? Weil die Bollung nicht mehr stimmt. Mhm. Weil es oben aus den Wolken schon total geändert drunter kommt. Mhm. Es wird heruntergesaugt. Und ein Tropfen fällt herunter und wird vergast. Mhm. Und im gleichen Kanal geht es blitzschnell wieder hoch. Das ist durchsichtig, dann sehen wir es nicht. Aber jetzt am Steilhang, auch im Felsen, ja, da gibt es den Wurzelraum. Da steigt das Wasser ganz. Also die Natur verwendet immer die kleinsten Einheiten. Ja. Geht hoch und oben ist ein See oder Höhlen drinnen. Solche Wasser kommt hier. Die Höhlen ist zugesperrt, weil die Menschen werden alles sanieren. Aber da ist so viel Wasser oben und das Gebirge ist so geschichtet. Das kommt beim See heraus und der Abfluss geht nach Bad Ischl hinüber. Aha. Wir haben Wasserteilungen, alle Gebirge sind ja Wasserteilungen. Ja, also in so und ja so. Genau, richtig. Auf der einen Seite wird das Wasser hochgezogen. Und ne? Victor hat sogar eine Liste aufgestellt, Fragen an die Wissenschaft. Wir drehen uns so Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Und wir drehen uns ja da so schnell. Mhm. Und es gibt Flüsse in Rumänien, in Bulgarien, die bergwärts fließen. Mhm. Das wissen die. Es wird aber verheimlicht, was. Ja, überall gibt es Besonderheiten. Und dann das passt Wasser es ja mit wird hochgesaugt. Ja, genau, richtig. Und das Schwerkraftgesetz von Einstein stimmt nicht. Es ist die Schleuderenergie. Und gesaugt wird es im Kapillar, tritt es an die Oberfläche, rennt es wieder ab bis ins Schwarze Meer. Aber jeder Stein gibt diese Doppel, das sind die Fische, da wird der Sauerstoff wieder eingebaut. Ja. Und mit... Warte mal, ganz kurz noch eine Frage zu den Bergen. Ist es so, dass die Berge, die haben ja eine Seite, die immer mehr zur Sonne stehen. Ne? Ist es bei den Bergen immer so, dass man sagen kann, meinetwegen in der Nordseite steigt jetzt immer das Wasser nach oben und in der Südseite nicht? Oder ist ja, das immer unterschiedlich? Die Schatten, Schatten, wo viel Wald steht, ja, da ist das Grundwasser sehr hoch. Ha. Der dichte Wald mit Untergrundholz und der Mischwald. Eiche ist Tiefwurzler, ja. Laubwalz ist Herzwurzler, Nadelwald sind übrig, die Nadel sind lauter Düsen. Und die Borke, die Rinde, ist die Isolierung, der Biokondensator. Mhm. Unser Körper ist wieder ein Biokondensator. Ja. Und ja, ist ungeheuer.